Hey, grüß euch nochmal. Ich hab die See gesteckt, wir haben in der Früh schon ein wenig gefischt. Wir sind ja der Einladung von Philipp Hauser gefolgt, der hat kommentiert, wir sollen nach Wallsee kommen. Da sind wir heute. Donauwallsee. Mega geiles Revier, ich kenne das von früher noch. Naja, und der Philipp war gestern ein wenig Bierstuhl, jetzt ist er da. Jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir mal einen Ansag. Ja. Was haben wir gefangen bis jetzt? Ja, null. Null? Ich hab zwei Barspieß gehabt. Ja. Was bei dir? Hast du was gehabt? Null. Null? Aber das wird schon noch. Das ändern wir jetzt. Das ist ja ein geiles Revier, wir können halt ein wenig umsaugen, aber dabei fischen wir ein wenig auf Zander, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Echt, Barsch, alles zum Hauen. Wolder sind viel drinnen, glaube ich, gell? Perfekt. Geil. Ja. Hey, Burschen, oder? Petri. Ja. Petri. Statt mal, Petri. 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 Perfekt. Da ist ein Kissen hinter dem Brühl. Das ist ja fast Kapital. Das ist, oh, fast, zu das ist fast Kapital, ja, das stimmt. Mickey the Roach 7 cm. Boah, ah ja, genau. Das sieht man jetzt ganz schön. Das erste Mal gefischt. Die Mickey the Roach in 7 cm, ziemlich cool. Geiler Keder. War eigentlich auf Barsch gegangen damit. Aber passt da. Na ja, Petri. Hat mir hier nochmal angeschrieben. Auch. Ah, du hast ja vorher mit den Barsch. Ja, gesagt, ja. Cool. Okay. Deine Petri. Petri, danke. Personal Best, oder? Das ist mein Personal Best Signalkrebs. Alter, ich greife das Viech nicht an. Geh komm, Bronzer, wirklich. Das gibt's ja nicht. Das greif nur du an. Was? Ja, ich greife das Viech nicht an. Hey. Gott, das fliegt bei meinen kleinen Griffen an. Hey. Du bist ein schöner Scheißer. Ja, greif an. Ja, warte mal, ich muss das Viech nehmen. Alter, das ist voll. Du musst bei den Scheren nehmen. Ein Umweltappell von Daniel Hubner, Fischer. Aus Oberösterreich. Immer Viecher befreien von irgendwelche Schnüren. Ja, haben wir gut gemacht. Als Fischer sind wir jetzt die Viecher schuldig, oder? Sehr klar. Jawohl, Petri. Komm, komm! Alter! Oh. Na weg! Das gibt's nicht! Scheiße! Alter, ist das, Alter, das geil! Das war gut! Gott, Dennis, sag an, was ist los hier? So da. Jetzt haben wir da eine neue Drift aber gemacht. Und ich hab so gerade. Ich wollte eigentlich einen Gummifisch vertikal fischen. Aber ja, der Andi hat mir jetzt einen super Wobbler gegeben. Platypus, richtig geile Farbe. Und ich hab jetzt gesagt, ich packe jetzt ein bisschen zu mir. Und auch gerade beim dritten Wurf ist mir schon ins Eierlein gestiegen. So, jetzt erklär mal den. Deinen Döbel. Da ist er, der Döbel. Ich glaube, das ist ein Dennis ein neuer Lieblingsfisch. Ja, ich glaube auch. Die mögen mich recht gern. Nicht nur auf Schienmuschi, sondern auf Platypus. Ja, ist schöner Fisch. Geil. Passt, oder? Petri. Danke. Was hast du gesagt? Wölsfuder. Wölsfuder, ja. Oh, da ist er! Da ist er! Ja, das ist ja ganz ein kleines Hechterl. Das ist gleich wieder retour. Ja, wieder mal kurzer Zwischenstand. Wir sind jetzt aus dem alten Wasser gefahren, nachdem wir ein paar kleine Hechtel gefangen haben. Und probieren es jetzt wieder im Strom heraus. Oh, es ist da so wenig Wasser unten. Jetzt haben wir da so ein paar so Bohnen gefunden. Oder gefunden, der hat der Gregor gesagt. Aber es ist halt überall extrem flach da herin. So extrem flach. Oder sag einmal, wir sind von unseren Reviere oben gewohnt, da ist da nochmal gleich über 7, 8, 9 Meter tief, teilweise 12, 13 Meter. Und da heroben hat es in der Fahrt drin 4 Meter. Dementsprechend reißt da das Wasser, da hat eine Triffgeschwindigkeit von, keine Ahnung,
von 5-6 km/h oder so draußen. Da kannst du nicht wie bei uns mitten hintereinander zum Vertikalfischen anfangen. Geschweige denn, dass du irgendwie fischst. Also, da musst du die Uferstrukturen suchen und da ist wirklich diese alte Mausfahrt offensichtlich am gescheiter. Da schauen wir mal. So, ja, geiler Tag. Ja, hey, hart war's. Wie ich vorher gesagt. Recht viel haben wir nicht gefangen, habt ihr eh gesehen. Aber Gregor, du hast jetzt am Schluss noch einen Zanderfisch gehabt, einen schönen. Ich habe auch einen richtig guten Fisch vertikal verloren und einen zweiten Biss noch gehabt. Ich meine, wenn wir die drei Fische gefangen hätten, war es ein Megatag und sowas halt, naja. Hecht und Barbarsch, ein ja, Eidl, ich hab's wenigstens immer Biss gehabt. Ich hab's wenigstens Zanderfisch gehabt. Danke nochmal für die Einladung, wo ich das besorgen kann. Und dann sehen wir uns bald wieder mal. Was sagt ihr? Ciao, bitte. Hey. Servus, ciao. Denny, ja, bitte. Viert euch.